Und ich will wirklich jeden dazu motivieren, sich beim Inner Circle zu melden oder bei Social Swap, beim Support zu melden, at Social Swap DeFi. Ja, ihr könnt euch hierzu qualifizieren. Ja, es braucht nicht viel Umsatz. Wir reden hier von $35.000 Umsatz. Der Umsatz wird gezählt von 1.1.2022. Also viele Leute sind da schon sehr gut qualifiziert. Und wie gesagt, ich habe schon... Also erstens, man muss sagen, es haben sich schon viele Leute qualifiziert. Also würde ich sagen, es sind noch um die 15 Plätze frei. Aber meldet euch trotzdem. Ich habe es euch gesagt, wir finden da immer eine Lösung. Und sonst, wenn es hart auf hart kommt, kaufen wir nochmal 10 VIP-Tickets dazu. Also meldet euch auf alle Fälle bei Social Swap DeFi oder bei jemandem aus dem Inner Circle. Die helfen euch bei der Qualifikation. Die helfen euch, eure Wallet zu tracken. Ja, die helfen euch, die notwendigen Schritte zu machen. Weil, Dennis, du weißt, auf Events werden Entscheidungen getroffen und auf Events, ja, lernt man das Projekt nochmal anders kennen. Man lernt Leute aus der Community kennen. Wir haben uns ja auch auf so einem Event kennengelernt, vor 8 Jahren oder sowas. Klar, also, und was so auffällig war bei diesen Events, da waren natürlich viele Seminare, viele Sprecher, aber man hat auch immer viele Leute an der Bar oder hinter den Kulissen gesehen, wo halt die Beziehungen aufgebaut wurden und vertieft wurden und einfach gesehen, dass die Menschen sich einfach auch connecten, weil online zusammenarbeiten ist nett, gar keine Frage, aber sich persönlich einfach mal in die Augen zu schauen, die Hand zu schütteln, das ist was ganz anderes. Und dieses Event, ja, da haben wir wirklich eine ziemlich coole Geschichte am Start. Ja, Hauptsponsor sind wir ja hier von dem Boxkampf. Also ich freue mich da sehr drauf, dass SST da auch mal in dieser Sportbranche ein bisschen bekannter wird, weil der Fighter, der ist ja auch ein großer SST-Anhänger. Absolut, ein großer Freund des Projektes und stark investiert in das Projekt und hat auch tolle Gewinne mitgenommen. Er ist schon eine Weile dabei, 10 Monate oder sowas dabei. Also nochmals, Freunde, auch wenn ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen könnt, da dabei zu sein, trackt auf alle Fälle eure Wallets, meldet euch bei jemandem vom Inner Circle oder beim Support, weil wenn der Umsatz jetzt nicht reicht für dieses Event, wir machen im Mai schon das nächste Event, auf der Zusatzfolie werden wir darüber schon ein bisschen sprechen, dann kann der Umsatz dafür genommen werden. Ja, also tut euch das jetzt wirklich selbst, tut euch selbst diesen Gefallen, ja, und meldet euch wirklich bei jemandem aus dem Inner Circle oder beim Support, um wirklich zu schauen, wie viel seid ihr noch entfernt, was fehlt noch, kann man vielleicht irgendwas anderes noch machen, um da bei diesen Events dabei zu sein, weil ihr habt es schon gesehen, wir lassen es uns immer gut gehen auf diesen Events und diese Events werden aus diesen Qualifikationen finanziert. Also do it, Freunde, ja.